2. Juni an der Ecolea Internationalen Schule Rostock in Warnemünde. Die ganz Neuen, die im September hier anfangen werden, waren da zum Kunst- und Leseabend. Ein erster Schnuppertag, um die anfängliche Skepsis zu beseitigen. Denn der Wechsel aufs Gymnasium ist für Schüler und auch für Eltern aufregend. Also das Besondere ist, dass die Schüler sich untereinander kennenlernen, weil ja nicht alle aus derselben Schule kommen. Es geht darum, die Schule kennenzulernen. Es geht darum, dass sie schon einige Lehrer kennenlernen. Und Ziel des Ganzen ist also das Kennenlernen untereinander, aber dass sie eben auch mit weniger, sage ich mal, Bauchschmerzen am ersten Tag in die Schule kommen, sondern sich darauf freuen und sagen, ja, da kenne ich schon vieles und ich freue mich jetzt darauf, an der Ecolea zu lernen und da zur Schule zu gehen. Den zukünftigen Fünftklässlern soll der Übergang von der Grundschule zur Ecolea erleichtert werden. In der Mensa wurden die Eltern über den Schulalltag informiert. Parallel dazu gab es für die Kinder mehrere Stationen. Zum Beispiel wurde das Lesen geübt. Hier wurde laut vorgelesen, über das Leseverhalten gesprochen und geschaut, wie die Kinder miteinander umgehen. Im Kunstraum durften die Kleinen sich ausprobieren. Auch bei darstellendem Spiel konnten sie am Kunst- und Leseabend mitmachen und vollen Körpereinsatz zeigen. Vor allem aber haben die neuen Lehrer geschaut, welche Grüppchen sich gebildet haben. Erste Bekanntschaften sind entstanden. Die zukünftigen Schüler durften sogar äußern, mit welchen möglichen anderen Klassenkameraden sie bald in eine Klasse gehen wollen. Genau, sie dürfen einen Wunschzettel äußern, mit welchem Schüler sie gerne in eine Klasse gehen wollen. Da geht es vor allen Dingen um die Schüler, die von einer Schule kommen, wo wir nicht so viele Schüler haben. Also wenn sie heute jemanden kennenlernen, dass sie also auch dort ein sicheres Gefühl haben, den kenne ich schon, den werde ich auch in der Klasse wiedersehen, um da auch ein bisschen, auch wieder ein bisschen die Angst zu nehmen. Ganz besonderes Highlight, der Ecolea-Song. Jedes Jahr gibt es einen Song, den die fünften Klassen passend für die Ecolea-Schule umdichten. Diesen Song haben die ganz Neuen gelernt und werden ihn zu ihrer Einschulungsfeier Ende August vorspielen. Nach diesem ersten Schnuppertag hat der eine oder andere bestimmt viel Vorfreude auf die besondere Zeit an der Ecolea Internationalen Schule Rostock bekommen.